Zuhause Nummer 6. So lautet der Titel des diesjährigen Vonovia Awards für Fotografie. Bereits zum 6. Mal rückt das Thema Zuhause in den Fokus der Fotografinnen. Die jährlichen Ausstellungen ähneln sich dabei allerdings nicht, denn Zuhause kann so viel bedeuten. Also wir fassen das Thema auch sehr weit. Das kann wirklich, das können die eigenen vier Wände sein, das kann der eigene Körper sein, das können Freunde sein, das kann eine Landschaft sein, das kann Essen sein, ganz vieles. Das ist vielleicht positiv gesehen das gemütliche Zuhause, das kann aber im Negativen der Verlust von Zuhause sein durch Krieg, durch Flucht, was wir zuhauf erleben in unserer Zeit. Neu in diesem Jahr, 3 der 4 PreisträgerInnen behandeln das Thema Zuhause aus einer außereuropäischen Perspektive. So zum Beispiel die Drittplatzierte, die Japanerin Takako Kido mit ihrer Serie Skinship und der Gewinner Philip Cheng aus den USA mit seiner Fotoserie Days of Destruction. Auch der Nachwuchspreis wurde in diesem Jahr international vergeben. Er ging an die Deutsch-Amerikanerin Francesca Hamler. In ihrer Fotoserie Unsere Puppenstube befasst sie sich mit rassistischen und ablehnenden Reaktionen, die ihren Eltern nach der Adoption ihrer Schwester aus Äthiopien entgegengebracht wurden. Der zweitplatzierte David Klammer behandelt in seiner Fotoserie Die Linie, was vom Wasser blieb, das Hochwasser im Ahrtal im Juli 2021. Auf ästhetische Art und Weise versucht er den BetrachterInnen die Bedrohung, die Natur mitbringen kann, näher zu bringen. Wie besonders es sein kann, aus gesellschaftlichen Ereignissen Kunst zu machen, weiß nicht nur er. Auch der Gewinner des diesjährigen Awards beschäftigt sich mit einem solchen Ereignis, der Angriff auf die Ukraine. Eine Woche nachdem der Krieg ausbrach, reiste Philip Cheng in das Land, um das Wüten des Krieges zu dokumentieren. Ich bin in die Ukraine gereist, um zu dokumentieren, was da gerade passiert, um den Menschen weit weg davon die Realität näher zu bringen, vor allem für die Zivilbevölkerung. Ich möchte, dass Menschen, die meine Fotos anschauen, sich selbst in der Situation wiederfinden können, sodass sie Mitgefühl für die Menschen in der Ukraine entwickeln. They can feel some empathy for the situation that they're in. Zerstörung des eigenen Zuhauses, ein neues Zuhause finden oder auch einen bestimmten Menschen als das eigene Zuhause sehen. Die KünstlerInnen haben viele Möglichkeiten aufgezeigt. Die Fotoserien der PreisträgerInnen ergänzen nun die Ausstellung Zuhause Nummer 5 aus dem letzten Jahr. Ab dem 9. November stellt das Sprengel-Museum dann die gesamte Zuhause Nummer 6 Ausstellung aus.